hat, wenn ein schwacher Arm sie schlägt, nicht? Moin ihr geilen Boys und Girls, herzlich willkommen zurück bei LES, ich bin euer Phil und heute geht er weiter mit dem Witcher Let's Play. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, bei dem Gunnar den Affen, der ganz schöne Vorurteile gegenüber Fremden hat. Und wir werden jetzt nochmal den Pfad hier beschreiten, wo wir einfach nur ein bisschen klettern müssen und so, wo wir auf jeden Fall schon mal am Gipfel des Berges waren, aber wir waren halt eben noch nicht unten. Und offen gesagt, hier sind wir auch nicht angefangen. Wir sind irgendwo mittendrin reingekommen. Komm her, mein Gott. Ja, man, leuchte sie zu Tode mit deiner Lampe, Geralt. Ist das schlecht? Er springt ja nicht, ganz wenn er ein Schwert hat, ey. Oh. Oh. Ja, jetzt kann er natürlich auch nicht klettern. Oder doch, kann er doch. Lass dein Schwert bitte drin, Geralt. Ja, fängt gut los, Leute. Direkt nochmal zurück zum Pfad, zum Anfang. So, jetzt komm bitte ein, lande hier irgendwie so, dass ich dich killen kann. Keine Ahnung, wo wir jetzt als erstes hin müssen. Ob nach unten oder nach oben. Guck mal, ne, Geralt kommt jetzt hier einfach nicht hoch. Das ist unmöglich für ihn gerade. Boah, ich. Oh, schon wieder eine geile Quest. Okay. Schön aus dem Handgelenk erschießt er das Vieh. Ich sehe es nicht. Ja. Also die Quest hier, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, nice. Geralt, geh doch bitte da hoch. Da kann ich ja mal gerade ganz easy einfach die Zeit anmachen. Fall nicht runter. Ich drücke halt einfach trocken. Oh, ich hasse die Viecher nach wie vor. Oh, er ist bei mir gelandet. Wie großzügig. Na, endlich. Nee, hast du stark gemacht, Geralt. Ehrlich. Na gut, guter Move. Wieso hältst du dich denn nicht daran fest? Ja, daneben so. Ja, kann sein. Er hat uns halt gesagt, der liebe Gunnar, dass wir oben irgendwie so einen Schal mitnehmen müssen. Ich schätze mal, den hatte ich halt jetzt nicht, weil die Quest nicht getriggert war. Muss ich hier echt runter? Wie war das nochmal? Ja, ne, warte mal, aber da kann man... Kann man da nicht jetzt auch irgendwie hoch? Ich bin doch beim ersten Mal auch da rübergekommen, oder? Krass. Ah ne, das war den langen Sprung, den habe ich schon mal gemacht. Ach, kann gut sein, genau, dass ich sogar hier schon war an der Tür und ich bin nicht reingegangen beim ersten Mal. Ja, ich glaube so. That was it. Weißhaarige tritt dem Tod gegenüber. Nein, kein Fremder kann den Weg der Krieger gehen. Da wollen wir doch mal sehen. Ach, Geralt, ey, du bist auch ein Opfer, Mann. Ich meine, ehrlich. Kann das sein, dass man nicht dagegen sprinten darf? Oh nein. Boah, hab hier. Geh mir nicht am Zimpel. Lande bitte wenigstens bei mir. Aber warte mal, die Harpien laufen ja manchmal ein Stück. Komm.
Oder die sliden auch mal backwards. Kann auch mal passieren. Nicht gut. Also die sind so ätzend, Alter. Das gibt's einfach nicht. Das ist nicht mehr. Das ist echt nicht mehr normal. Geralt! Halt die Fresse, alter Mann. Oh. Nee, Mann. Also die letzten 2-3 Folgen haben die Kehrseite von Witcher gezeigt. Unter anderem der Kampf. Der Kampf gegen fliegende Viecher, der einfach nur zum Kotzen ist. Jetzt kann er wieder nicht mehr springen. Komm. Komm. Nicht runter, bitte. Alter. Ah, ne, warte mal. Ich durfte ja nicht springen. Alter, ey. Junge, was ist denn los mit dir? Feuer anzünden kannst du, weißt du? Oh. Ein Ort der Macht. Geh hoch. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Laber nicht. So, was ist jetzt hier? Ich soll doch hier irgendeinen Scheiß... Ach so, steig zum Höhleneingang hinab. Wo ist der denn? Ist das denn richtig, wenn ich jetzt hier rechts einfach runtergehe? Ja, anscheinend. Also hier einfach runter. Hier können wir sliden. Oh, purer Stress, ey. Hier war ich schon mal. Ich weiß nicht, ob ich... Doch, ich meine ja, da bin ich auch reingegangen. Gib mir mal ein Schwertwahl, bitte. Oh Gott. Ich bin wieder im Himmel. Ich hätte mir die Katze nicht geben sollen. Beziehungsweise nicht Schwertwahl und Katze. Ich mach das jetzt rein nach Minimap, ne? Also hier bin ich auf jeden Fall schon mal rein. Das kann eigentlich nur schief gehen, was ich hier gerade mache, aber wir versuchen es. Kannst du auftauchen? Kannst du auftauchen? Nochmal die Frage. Er kann nicht auftauchen. Alter. Ne, das haben sie gut durchdacht. Ich sehe nichts. Ich bin am Boden, glaube ich. Ich bin komplett am Boden. Oh, danke. Katze hat aufgehört. Ah. Ich bin mir absolut sicher, wir waren hier schon mal drin. Ist einfach blöd, dass man das dann normal machen muss. Ich habe das Spiel ja sogar deshalb gelobt, dass man beispielsweise Hexeraufträge, also irgendwelche Monster tötet, die dann hinterher zu einem Hexerauftrag gehört haben. Und dann braucht man wirklich nur den Scheiß abgeben. Und ja, gut.
Ja, willst du das machen, ne? Weil kann natürlich jetzt auch sein, dass wir hier schon mal waren. Wir haben das mitgenommen, was der Gunnar von uns haben wollte. Hast du etwas Schiss? Und wir haben das verkauft oder so. Weißt du, das kann natürlich auch immer sein. Durchquere den Tunnel und nimm einen Beweis mit, dass du es bis ans Ende geschafft hast. Verlasse die Höhlen und sprich mit dem Mann, der den Pfad überblickt. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt einmal durchgetaucht. Alter, nee, wir gehen. Selbst wenn ich da jetzt einen scheiß Erfahrungspunkt für kriege, wir geben die Kacke jetzt ab. Kein Bock, ehrlich. Wer hier unten irgendwo. Boah. Hätte ich das jetzt nicht auf dem Minimap gesehen, da ziehen, würde ich jetzt nicht zurückrennen. Aber ich habe es jetzt gesehen und deshalb hätte ich schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt einfach rausgehen. Ja, okay, hat sich erledigt. Wir können hier nicht mehr hoch. Kann ich mich hier hochlegen oder so? Ja, könnte klappen. Ach, Geralt, halte ich doch fest, Alter. Ja, scheiß drauf, ehrlich. Vor allen Dingen, der alte Mann meinte ja noch, am Ende des Pfades wartet eine Überraschung. Da waren jetzt einfach Banditen, die mich wahrscheinlich in dem Hinterhalt töten wollten. Und deshalb, das ist wahrscheinlich der Grund, warum noch keiner davon zurückgekehrt ist, so weißt du. Und deshalb wäre es mir ein Vergnügen und ein leichtes, den dreckigen scheiß Gunnar da wegzukloppen. Der geht mir nämlich ein bisschen am Sack. Und du gehst mir auch am Sack, komm ab. Zusammen und alles wird gut. Alter, was eine dreckige Scheißquest. Ich würde gerne wissen, was uns bevorsteht. Eremien? Trolle? Möge Freya über dich wachen. Keine Sorge. So. Gibt's was Neues? Ja, ich bin durch. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Das dachte ich mir. Wer nicht auf den Inseln geboren ist, hat eigentlich Junge. Keine Chance. Du kannst es noch einmal versuchen, aber ich bezweifle, dass du es packst. Immerhin hast du es versucht. Das ehrt dich. Junge, bist du ein dreckiger Scheißhurensohn. Toll, diese Schwerter. Gescheitert. Nimm die Quest weg, bitte. Nimm die Quest aus meinem Buch. Er sterbt alle an den Bären. Ihr Pisser, ey. Ist die weg jetzt? Bitte. Bitte lass die einfach weg sein. Ich glaube, die ist weg. Ja, ich glaube, die... Ja, ist egal. Ist also wirklich. Interessiert mich nicht, die Scheiße. Zweimal war ich da drin. Beim zweiten Mal hatte ich schon keinen Bock mehr und habe deswegen den Beweis übersehen, wahrscheinlich. Schatz suchen. Gehen wir wieder zu der Bärenschulenausrüstung. Ja, hoffentlich frisst der Bär euch alle, ey. Ihr Penner, ey. Ach du Scheiße, da waren wir auch schon. Boah, ist das immer ärgerlich, wenn man das schon war, ey. Aber das heißt, dann habe ich da was übersehen. Chalmer hat den Eisriesen selbst getötet. Brauchte keine Hilfe von irgendeinem. Chalmer ist nicht krank. Es mangelt ihm an Unsinn. Ach, der junge Alkaid ist ein anderes als... Oh, da hinten sehe ich schon wieder potenzielle rote Mutagen-Drops. Hallo. Nächste bitte. Ey, wieso rennen die vor mir weg? Haut ab mit euren komischen Scheiß da. So, rote, blaues, danke. Danke, danke. Ja, grüne, es hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, danach
werden wir auf alles andere scheißen und werden die Hauptquest vermeintlich zu Ende machen. Weil es ist Zeit. Man merkt einfach, so die Nebenaktivitäten hier in der Welt gehen zur Neige. Man saugt sich, ihr merkt es ja selber so, wie ich mir was aus dem Finger sauge dann immer. Und deshalb ist es vielleicht dann auch mal an der Zeit, einfach die Hauptstory weiterzumachen. Und hier war ich 100%. Aber offensichtlich nicht vernünftig genug. Kann man hier vielleicht hoch? Nein. Hier geht's rein. Aha. Bären Silberschwert. Lies den Brief. Haben wir. Ich suche die Ruinen des Gasthauses. Mein Gott, noch ein Ort, verdammt. Oh, nice. Das ist mal direkt an einem Wegweiser. Die beiden waren hier, glaube ich, in der Höhle. Ne, boah, da bin ich mal auch mal gespannt, wie man die findet. Ich vermute von hier hinten, vielleicht gibt es hier eine Höhle, die da hinführt. Aber ansonsten gehen wir jetzt erstmal dahin zurück. Komm, Gerold, wir gehen hier mal über die Berge. Das magst du doch so sehr, ne? So, auf zum letzten Teil der Bärenrüstung. Durchsuche die Ruinen des Gasthauses. Ja, da sind wir. Hier scheint man runter zu können, jawohl. Hier sind Erscheinungen. Okay, hier ist zweimal Loot. Ich glaube, der ist oben gespawnt. Ich weiß es nicht. Haftbefehl für Hexer Gerd. Hiermit sei kundgetan, dass der als Gerd bekannte Hexer schändliche Verbrechen gegen die Herzogstiara begangen hat. Nämlich Beleidigung ihrer herzoglichen Durchlauf. Bla bla bla. Alles gelesen? Ach, das heißt, er wurde hier gefangen gehalten, oder was? Da haben wir es. Notizen des Gastwirts. Einmal kurz gelesen. Ist hier noch was drin? Okay, then we have the complete Bären set. Which is very good. Was kann das denn? Bärenrüstung, was brauchen wir denn dafür? Ach so, ein Hemd. Ich dachte schon, was ist das denn? Adrenalingewinn durch Bohrung. Tanz gegen Monster. Nimmt mir allerdings die Zeichenintensität von Quen ein bisschen weg. Was können denn die Schwerter? Bären Silberschwert. Ist halt sogar schlechter, leider. Was mit dem Stahl? Okay, das wäre sogar besser. Aber, ja gut. Bonus für drei Teile. Wenn ein Quen-Schild zerbierst, besteht eine Chance, ohne Ausdauerverbrau einen neuen zu wirken. Oh, der Bonus wird mit jedem Ausrüstungsteil des Sets um 5% erhöht, okay. Schaden von Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Quen-Zeichen ist um 200% erhöht. Ah, das Bären-Set scheint also das Quen-Set zu sein. Das ist cool. Ja, das ist echt cool. So, und jetzt, Leute, gehen wir der Hauptquest nach. Genau, sprich mit Soltan, Roche und Dijkstra. Also müssen wir nach Novigrad. Ich weiß nicht genau wohin, aber Soltan müsste ja hier irgendwo sein.
Wo ist denn Nummer, war das hier? Wo direkt das Dingen ist? Also hier, wisst ihr, was ich meine, das Gasthaus? Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Sprich mit Soltan, ist natürlich das andere Tor gewesen. Ah, ne, hier direkt. Ja. Wir sind mal richtig faul. So. Ach, natürlich bei der Truhe, ich Vollidiot. So, Soltan, jetzt kannst du mir mal einen Dienst erweisen. Wo bist du? Da ist er. Soltan? Geralt? Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann noch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen hinreisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Er freut sich wohl. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Vesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Was ist denn mit Rittersporn? Sollten wir den auffragen? Dann haben wir einen, der auf jeden Fall als erstes stirbt. Dijkstra. Jetzt einmal zu Dijkstra. Kennst du die Legenden vom ganzen Gold? Ach, das wusste ich ja gar nicht, was gerade in dem Ladebildschirm stand. Wenn du Quen wirkst, gehen auch so Negativeffekte weg wie ihr Bluten und so. Das ist eigentlich auch total cool, ne? Weshalb die Eile? Mutant! In den Kerker! Da gehörst du hin! Der Dijkstra chillt wieder in seinem Badehaus hier. Ah, okay, er macht wenigstens Business. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher. Ich glaube aber, der kommt nicht mit. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd. Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Ja, ich meine, er hat recht, aber Dijkstra, ich würde dir auch weiterhin helfen, dein scheiß Eigentum zu finden. Nur offensichtlich hast du da kein Interesse dran, weiter danach zu suchen. Also bleib mal auf deinen Arsch sitzen in deinem Büro, oder du Vogel, ey. Aber nach wie vor, Dijkstra ist eigentlich in Ordnung. Mal gucken, was der Roche sagt. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob wir bei dem auch noch irgendwas zu tun hatten. Ich meine, da war noch was bei dem, aber ich weiß nicht. Du nervst, Grauhaar. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Wüste. Geralt von Riva. Gesund und munter. Brauch deine Hilfe. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen.
geil. Also jetzt macht sich halt so ein bisschen bezahlt, wenn du den Leuten halt vorher geholfen hast, ne? Wie bei Dijkstra, dem konnten wir halt nicht zu seiner Zufriedenheit helfen. Waffenbrüder Nilfgaard, Alter, ich soll mit dem M hier reden. Mit dem scheiß Oberpisser, ey. Wo hat der denn nochmal seinen Sitz? Das Opfer. Achso, ne, warte mal, das ist ein extra Ding, ne, genau. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexerschaft. Jetzt bin ich mal gespannt, was der sagt, weil im Prinzip geht es ja um seine Tochter. Aber wie gesagt, das ist ein Hurensohn, der Typ. Avala, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So, Emir, jetzt kannst du dich als nützlich erweisen. Und warum habe ich jetzt volles Inventar? Hä? Habe ich eigentlich gar nicht, aber kann sein, dass ich hier halt sonst nicht rennen kann. Also auch so nicht. Das haben sie dann vom Skript her auch echt einfach gemacht, ne? Einfach volles Inventar an, dann läuft er langsam. Wakel. So, Emir. Gucken, was du zu erzählen hast. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Mhm. Hab ich gesehen. Deswegen ist er jetzt weg. Das bezweifle ich. Die wilde Jagd ist nicht mit temerischen Schildträgern oder lyrianischen Bogenschützen zu vergleichen. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Vohis das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Mein Gott, wie du... Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. Boah, ist das dumm, Alter. Das geht mir total am Sack, ne? Immer so eine Scheiße. Schick doch einfach deine Truppen hier hin. Von mir aus kann der blöde Face die befehligen, ich befehlige aber den. Dann geht das halt nochmal durch so einen nilfgaardischen Filter durch, meine Befehle. Da wäre ich ja bereit zu, aber der Typ ist nur so ein Alter, ohne Witz. Und jetzt will er dann auch noch, dass ich Ciri zu ihm bringe, weißt du? So, jetzt müssen wir zur Nebelinsel. Ich habe natürlich keinen Schimmer, wo die ist, aber wir reisen mal einfach hier in den Hafen. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avala, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf das kennen wir bald auswendig. Danke. Begib dich auf ein Boot. Ja, das wäre nett, wenn ihr mir sagen würdet, wo die Nebelinsel ist, damit ich in der Nähe auf dem Boot gehe. Wieso sind denn das immer noch so viele Fragezeichen, Mann? Ja gut, dafür haben wir hier die größtenteils abgearbeitet. Alter, ist das ein Scheiß. Egal. Wir gehen auf ein Boot, denn wir werden uns jetzt der Hauptquest annehmen. Oder kann man da irgendwie schnell hinreisen oder so? Ich bin auf einem Boot.
Reise zur Nebelinsel. Ihr seid solche Penner, aber ich kann ja hier zum Hafen reisen. Aha, das hat nämlich der krasse Turm da zu sagen. Aber jetzt ist halt die Frage, kann ich da hinten überhaupt irgendwie anlegen? Aber die werden da ja wohl eine Anlegestelle gemacht haben, oder? Ich hoffe. Naja, ich bin gerade am Überlegen, Leute, ob das jetzt so eine gute Idee ist, mitten in der Folge anzufangen, weil wir haben nur noch ungefähr 15 Minuten. Und nicht, dass ich dann hinterher mitten in der Schlacht oder so abbrechen muss, weißt du, das wäre auch kacke. Pass auf, Leute. Wir nutzen die Zeit sinnvoll. Da tut mir jetzt leid, dass ich euch erst die Hoffnung gemacht habe. Wir nutzen die Zeit sinnvoll und werden hier noch ein paar Fragezeichen abarbeiten. Die vier erstmal. Weil ich finde es jetzt blöd, mitten in der Folge damit anzufangen. Das wird ein bisschen länger dauern hinterher mit der Schlacht dann um Kaer Morhen. Und ich weiß halt während der Quest nicht, wie ich da immer abbrechen kann oder so. Oder wie er mich abbrechen lässt, weil hinterher springt er dann von Sequenz zu Sequenz. Und dann geht die Folge heute anderthalb Stunden, da wollen wir auch nicht. Und deshalb endlich mal wieder Fragezeichen. Macht schon Spaß, oder? Junge, da kriegst du wieder Schaden. Wo bin ich gegengefahren? Gegen eine Holzplanke oder was, ey? Das ist so schlecht. Ich hätte nochmal verkaufen gehen sollen, verdammt. So, das war's schon hier. Einmal ein Zickzack hier durch. Gleich kriegen wir wieder Schaden. Nee, diesmal nicht. Okay. Oh nein. Oh nein. Ja, noch ein paar mehr bitte, ey. Verdammt nochmal. Ja, leg mal direkt ein Schwertwahl rein, den wirst du brauchen, Geralt. Danke. Kommt rein. Wasser ist schön. Stell dir vor, wie kacke das wäre, wenn sie das hier nicht gemacht hätten mit dem erhöhten Schaden von der Armbrust. Würdest du jedes Mal 30 Minuten verballern, ey. Boah, Leute, ich freue mich so, wenn sich das ganze Looten und so ausbezahlt, oder bezahlt macht, Richtung Endgame, wo wir dann mit den geilen Sets und so ankommen, ey. Im Moment ist das ja quasi echt nur darauf hinarbeiten. Würdet ihr bitte ins Wasser kommen? Ich habe keinen Bock, dass ihr mir mein Boot kaputt macht. Ja, okay. Oh, das stört die gar nicht. Geralt, du triffst nicht mehr. Was ist los, Junge? Nee, dann lass uns einfach schnell fahren.
Ah, und was mir gerade einfällt, das wird auf jeden Fall dann morgen eine verdichtete Folge sein, in der wir uns der Hauptquest widmen. Um dem Ganzen noch ein bisschen Lockerheit zu verleihen. Wir tragen noch nicht so viel, da mache ich ein bisschen Kirre. Hier sind aber auch immer nur zwei Truhen. Bin ich in dem Fall tatsächlich dankbar für. Nice. So, und das letzte. Müsste jetzt wieder in die andere Richtung sein, genau. Vorne rechts ist schon wieder dunkelorange. Oh nein, diesmal haben wir wieder Gegner. Warte, warte, steig ab, Geralt, steig ab. Boah, wie lange er braucht, um da zu verarbeiten, der das so reißt. Immerhin kann er hinter den Rücken schießen. No look, Junge. So. Und das sollte das letzte sein, was wir hier machen. Na scheiße. Nice. So. Oh. Jetzt haben wir nur noch 129 Fragezeichen zu lösen hier. Können wir reisen, während Gegner in der Nähe sind? Wahrscheinlich nicht, oder? Würdest du manchmal ein bisschen schneller agieren, Geralt, hätten wir deutlich weniger Probleme. Alter. Setz dich hin, beruhig dich, Junge, und reise zu einem anderen Hafen. Und wir hatten einen Level-Up, sehe ich gerade. So, welche als nächstes? Hier unten haben wir relativ gut abgearbeitet. Sollen wir die hier mal angreifen? Ich glaube, wir greifen die an, aber von hier aus. Ja. Dann machen wir die auch noch weg. Dann ist eigentlich nur noch zentral im Norden richtig viel los mit Fragezeichen. Ja, lass sein, Geralt, komm. Ist okay, bleib im Wasser. Nice. Okay, wir werden wahrscheinlich jetzt gleich dicke Inventarprobleme kriegen. So. Da ist halt auch immer krasse Rohstoffe drin, ne, für Handwerk. Also macht sich das schon bezahlt. Aber ich glaube, der zeitliche Aufwand steht in keinerlei Verhältnis, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir das eben auch holen, ja komm, wir holen das. Die drei dann. Easy Hit.
Vorne ist rot. Alter. Also, das geht mir mittlerweile echt am Sack, ne? Mit der Scheiße. Ich kann nicht zum Hafen reisen, oder? Nein, kann ich natürlich nicht. Jetzt aber noch das Glück, dass wir hier nicht weit weg sind. Hatten wir jetzt zweimal das Glück. Beim nächsten Mal könnte das beschissener sein. Aber ganz ehrlich, es ist richtig behindert gemacht. Richtig behindert. Wenn Gegner kommen, und dann haben sie ja durchaus gut gemacht, weißt du, dass die Sirenen auch mal dann an dem Boot zerren und das Boot kaputt machen. Da verstehe ich es komplett. Aber nicht, wenn da irgend so eine Planke einfach rumtreibt und du dagegen fährst, Alter. Das geht gar nicht. Das ist einfach nur Müll. Und das ist bis jetzt, ich meine, gut, wir haben über 70 Folgen jetzt schon gemacht. Aber das ist bis jetzt definitiv der dickste Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, auf jeden Fall. Überhaupt die ganze Handhabung im Wasser, auch das Schwimmen fühlt sich nicht so gut an. Das mit den Schiffen ist kacke. Kämpfe gegen fliegende Viecher sind sowieso schon ätzend, aber dann noch, wenn sie dann noch im Wasser sind, ist noch mal beschissener. Also das ist nicht cool vom Spiel. Das ist echt nicht cool. An der Stelle sind wir aber mal wieder dankbar, dass sie hier so gütig waren und ein Ding ins Ziel gemacht haben. Gehen wir hier hin und von hier aus arbeiten wir die dann ab. Immerhin können wir hier nochmal eine wunderschöne Aussicht genießen. Oh. Und da sehe ich sie. Kommt ran, geht mir bitte nicht am Sack. Wir rennen einfach durch. Wir rennen einfach durch. Scheiße. So, neues Boot, neues Glück. Jetzt gehen wir erst hier hin. Okay, das Boot. Wieso ist das Boot jetzt auf einmal komplett im Arsch? Ey, Junge, da, also. Wenn mir das noch ein paar Mal passiert, gibt das eine Hassmail, ey. An Project CD Projekt Red. Und ich glaube, die haben alle Hände voll zu tun wegen Cyberpunk. Die kriegen genug Hassmails. Ich sehe vielleicht wenigstens den Wegweiser. Das wäre ein Träumchen. Da landet die natürlich wieder da oben. Das gibt's nicht. Oh. Ey, guck mal, die sehen ja voll hübsch aus eigentlich. Wusste ich gar nicht. Die sehen ja voll lieb aus eigentlich vom Gesicht her. Nein, die landet oben. Ach. Kackspiel. Komm her. Also Flugviecher und Wasser sind wohl die dicksten Kritikpunkte. Der Timer meldet sich, aber wir machen jetzt noch eben den Schatz und in der nächsten Folge werden wir keine Fragezeichen machen, sondern geht direkt mit der scheiß Hauptquest. Verzeihung, die Hauptquest ist nicht scheiße, mit der Hauptquest, die ist gut, mit der geht's dann weiter, aber die Fragezeichen sind definitiv scheiße. Danke, Gero. Ich raste aus, Alter, das gibt's nicht.
So, und jetzt glaube ich nicht sprinten. Ganz normal springen. Ja, dann kommt er aber direkt hoch. Alles klar, macht ja voll Sinn. So, hier ist der Schatz. Nice. So, wir haben wieder ein paar Fragezeichen abgearbeitet, Leute. In der nächsten Folge werden wir Folgendes tun. Sterben. Ich mache hier aus. Scheiß drauf, ehrlich. Ich werde direkt in das Boot steigen, Leute. Und dann werden wir uns der Hauptquest annehmen. Nämlich zur Nebelinsel gehen und Ciri befreien. Und das Ganze auch noch verdichtet, Leute. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt sauber und gesund.